Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht's mit der Reise, beziehungsweise nicht mit der Reise, sondern mit dem Bauen. Wir haben jetzt hier eben angefangen und wollen natürlich die Radars auch gerne hier herstellen. Und da fehlen mir noch zwei, drei Sachen und da werden wir uns jetzt drum kümmern. Und zwar ist es einmal das da, was uns fehlt, und zwar ein Ausgang. So, da werden wir einmal cappen. Jetzt fehlen uns natürlich noch die Produkte. Einmal müssen wir hier reintun Eisen. Das ziehen wir uns von hier. Und es fehlt uns Stahl. Das würden wir uns, wenn es geht, von dort ziehen. So. Das heißt, wir sagen ihm jetzt, er soll das bitte immer nach oben legen. Ihm sagen wir, er soll das von A von hier nehmen und soll das nach da und nach immer nach unten legen. So. Dann sagen wir ihm noch bitte, dass er hier eine kleine Brücke machen soll. Und somit dürfte dass da alles rüberkommen. Genau. Und hier brauchen wir jetzt noch einmal grüne und die Basic Machine Frames. Da gucken wir jetzt auch mal nach. Irks. So, da müssen wir aber ein bisschen mehr hackeln. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. So. Und zwar das und das. Wobei er dann tief ist. Hier kommen wir ja gar nicht mehr raus. Wait a minute. Wait a minute. Da kommen wir raus. Und zwar so. Dann kommen die hier einmal weg. Dann werden wir das einmal nach da oben verlegen. Und das hier da raus. Okay. Ging ja doch einfacher als erwartet. Müssen wir gleich nur mal gucken, warum das andere dahin nicht hinterherkommt. Achso. Oh. Scheiße. Das war so nicht geplant. Entschuldigung. Gut, okay, somit dürften wir jetzt die, ja, da kommt es auch schon, die Radare haben. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch mehr Radare im Petto und können da einfach ein bisschen, ja, besser haushalten. Sagen wir so, wie es ist. Wenn wir jetzt schon mal einmal hier sind, könnten wir eigentlich auch direkt noch mal ein paar andere Sachen gucken. Und zwar, wir gucken mal ganz kurz, was die Pumpen brauchen. Pumpen, die brauchen, glaube ich, die Motoren. Genau, die bräuchten die Motoren. Motor. Da müssen wir ganz kurz gucken, was der Motor braucht. Motor. Weil den müssten wir so oder so mal da reinmachen. Der Motor braucht eigentlich gar nicht so viel. Eisen und Stahl. Eisen und Stahl. Ja, mehr brauchen wir hier nicht. Also, flup. Ne, eine runter. Flup. So. Und zwar werden wir hier einfach, hoppala, noch einmal hinbauen, das darüber. Da kommt wieder die Gier rein, und zwar die Eisengier. Das da rein, das hier rein, das dorthin und hier das hin. Und somit dürften wir eigentlich auch schon Motoren herstellen können. So, Motoren. Wir machen hier eine Kiste hin. Okay, neuer Versuch. Wir machen hier eine Kiste hin. Achso, die brauchen noch Eisen. Okay, Moment. Soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Ich bin leider da einen Schritt vorher ausgestiegen. So. Und zwar brauchen die hier noch ein Rohr. Rohre. Und zwar Eisenrohre. Genau das. So,
Das bauen wir hier hin. Dann haben wir ihn. Jetzt haben wir wirklich Motoren. Die Motoren können wir dann direkt weiterverarbeiten. Bedeutet, wir machen hierhin das Ding. Dann würde ich hier die Pumpen bauen, die wir uns eben angeguckt haben. Und zwar die hier. Da brauchen die einmal Kupfer und Stahl. Kupfer und Stahl. Einmal hier die Kupfer-Dinger. So. Dann werde ich hier mal ganz kurz ein und da. So, was brauchen die noch? Kupfer und Stahl, okay. Mehr als die zwei Sachen brauchen sie nicht. So, gucken wir mal ganz kurz, wo wir denn hier einsteigen könnten. Hier sieht ganz gut aus. Wir werden das einfach einmal einkürzen hier, dass wir das hier einfach rausziehen können. Ja. Eigentlich kein Problem. So, das tun wir auch noch ein und fahren dann hier schon mal so raus. Einmal das, wobei das bitte kurz ist. Okay, das ging schnell. Das ging schnell. So, ganz kurz ein bisschen sortieren hier. Das da rein, das da rein. Okay. Und somit hätten wir auch den Stuff. Die Pumpen. Und wir könnten natürlich jetzt auch Züge und so weiter bauen. Also wir haben halt jetzt die Motoren drin. Die Motoren könnten wir eigentlich auch sogar als... Na, okay, das wär ein bisschen übertrieben. Aber wir können mal gucken. Ja. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Okay, das haben wir, das haben wir. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir hatten doch hier schon... Da, genau. Wir hatten hier die Warenhäuser. Jetzt ist die Frage, können wir, oder anders, nicht können wir, sondern was braucht der große Wassertank und die kleinen? Was braucht der große Wassertank? Stahl, Ziegelstein und bla bla bla. Stahl, jetzt ist die Frage, sollten wir das hier nicht dazu bauen? Weil wir haben hier Stahl, Rohre können wir auch hier hinstellen und Stahl haben wir hier, Stein hätten wir hier auch. Wir hätten eigentlich alles hier, was wir bräuchten. Wir müssten das eigentlich nur einmal umbauen. Aber dann könnten wir hier eigentlich alles bauen. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich jetzt umbaue. Nicht ob ich jetzt umbaue, sondern wie ich jetzt umbaue. Also das hier kann auf jeden Fall weg. Da bin ich mir auf jeden Fall schon mal sehr sicher. Da werden wir wohl jetzt ein paar Sachen Probleme bekommen. Jo. Habe ich mir schon fast gedacht. Warte mal. Das können wir aber ändern. Das weg, das weg, das weg, das weg, das, 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 das und das. Und das. Müssten wir jetzt eigentlich genug Platz haben dafür. Hoffe ich doch. Jo, perfekt. Okay. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wenn wir... Hier kommen die Steine raus. Wenn wir direkt hier den Ofen hinmachen... Wo kam denn die Kohle her? Ach, die Kohle habe ich, glaube ich, noch reingeschmissen. Kann das sein? Ja, scheint so. So, wenn ich das hier hinsetze, hier das hinsetze, können wir hier wieder die Steine reinschmeißen. Moment. So. Hier die Kohle wieder. Oder das Holz, was auch immer. Achso, scheiße. Das muss einmal verschoben werden. Und zwar hier hin. Und zwar muss ja hier noch er hier hin. Den habe ich ja ganz vergessen. So. Und zwar Stein.
Genau, er macht den Stein. Den Stein schmeißt er hier rein. Und hier kommt das rein. So. Hier einen, da einen. Hier kommt das rein. Er produziert Steine. Okay. Die Steine braucht einmal er hier und einmal er hier. Hier wäre einmal drinnen das Wasser, also hier dieses, der Swimmingpool hier, das Ding da. Und hier wäre einmal der Warenhaus drin. Okay. Das und das. Gut. Beide brauchen auf jeden Fall Stahl. Das hatten wir aber schon vorher gesagt. So. Am besten hier rein. Das, das. Okay, Stahl. Er bereckt ja auch das Eisen direkt. Können wir da nicht sowas dahin bauen? Ist das nicht einfacher? Ich frag nur. Scheint auf jeden Fall einfacher zu sein. So, und er bräuchte jetzt noch das Rohr. Das Rohr würde ich sagen, machen wir hier hin. So und so und so. Hier würde nämlich das Rohr von unten dann hoppala genommen und da eingesetzt. So, dann hätten wir nämlich, jetzt haben wir wirklich beide Sachen drin. Wir machen hier mal ganz kurz zwei Kisten hin. Das. Kann auf jeden Fall da rein. Dann sperren wir das und das schmeißen wir wieder zurück. Und hier machen wir auch nur drei Ebenen. So, dann haben wir auch diese Tanks drin. Jetzt ist die nächste Frage, was brauchen die hier als Tanks? All Corners. Die brauchen ein bisschen mehr, ne? Wir können ja mal reingucken. Vielleicht kriegen wir sie ja auch hier hingebaut. Glaube ich zwar jetzt gerade noch nicht dran, aber wir schauen mal. Also All Corners braucht Rohre und Small Tanks. Small Tanks braucht Rohre, also Rohre. Wir brauchen einen, der Rohre herstellt. Wait a minute. So. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier ihn hinmache, hier ihn, dann dürfte das doch schon passen, oder nicht? Oder sehe ich das gerade falsch? Wenn wir hier die hinmachen. So. Hier machen wir die Dinger hin. Und hier machen wir die Rohre hin. Rohr. So. Die Rohre würden wir hier rüber tappen. Wait. Ja doch. Nee, das war richtig. Das. Okay, und dann nehmen wir hier tatsächlich den hier da mal raus. Werden ihn hier lang führen. Den machen wir dann doch nochmal weg. Und werden hier. Das hinbauen. Okay, das funktioniert leider nicht. Das funktioniert. Also es würde funktionieren, wenn wir ein Step nach oben gehen. Vielleicht sogar zwei. So. Und zwar würde ich nämlich von hier aus in den Tunnel dann da raus. Dann können wir nämlich hier ihn hinbauen. Dann können wir das da hinbauen. Dann, hoppala. Greifer von links und nach rechts. Von, oh, falsche Richtung. So rum hätten wir es gerne. So. Und das. So, und hier machen wir ihn hin. Und maximal auch hier wieder drei. Im Regelfall müsste... Small Storage Tank. Small Inline. Oh, ich habe die falschen gebaut. Ach, und der braucht noch die Inline-Tanks. Alles klar. Natürlich.
Natürlich. Okay. Dann brauchen wir das auch noch. Dann brauchen wir das auch noch. Okay, der Dip. Planänderung. Wir schieben das hier rüber. Wir schieben das hier hin. Wir schieben das dorthin. Hier den Small Inline hin. Das sieht alles jetzt super dämlich aus. Aber das wird schon irgendwie passen, würde ich behaupten. So. Und jetzt müssen wir hier noch einen hinsetzen, der nur besondere Sachen nimmt. So, einen haben wir gar nicht mit. Wir laufen mal ganz kurz. Ich hätte gerne nur einen. Okay, jetzt haben wir zwei. So, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. So, der greift nach da. Und er greift nur Eisen. So. Hey, warum haben wir das Eisen jetzt da so komisch darüber? Ach, egal. Egal. Okay, die Tanks waren auch da. Sehr gut. Sehr gut. Okay, das, was wir eigentlich machen wollten, haben wir immer noch nicht gemacht. Aber ey, shit happens. Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Sachen hier drin. Was aber auch für mich jetzt gut ist, weil wir jetzt einfach sagen können, okay, hier nehmen wir ein paar mit. Dann gehen wir da hoch. Hier nehmen wir ein paar mit. Oh, wir hatten noch welche, ist egal. Hier nehmen wir ein paar mit. Und dann können wir die ganzen Baustellen ganz kurz abfahren. Haben wir noch Pipes mit? Ich nehme einfach mal ein bisschen Kupfer mit. Dann passt das. Okay, gut. Wir fahren als erstes hier hin. So. Wir parken da. Wir setzen hier die das Radar hin. Und dann schauen wir weiter. Dann brauchen wir das Sulfur-Border. Das müssen wir noch unten anschließen. Das hatten wir ja auch gesagt. Das Sulfur-Border. Genau. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir da weiter vorgehen. Sulfur-Border ist halt jetzt gerade wirklich das Wichtigste von allen. Wo ist das Radar? Da ist das Radar. So, okay. Radar steht. Wir können hinfahren zu ihm hier. Wobei wir hier parken. Und dann werden wir da das eben auch machen. Weil hier läuft halt immer noch nichts, weil ne, die Flüssigkeiten nicht da sind. Sobald die Flüssigkeiten da sind, gucken wir auch mal, ob alles funktioniert, so wie wir das geplant hatten. Da wir jetzt wieder Rohstoffe verbrauchen, müsste eigentlich auch hier langsam wieder ein bisschen was zusammenkommen, so minimal, ein bisschen. Okay. Oh, wir sind schon da. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade ein bisschen zugeguckt, was die da so treiben. Sorry. Stopp. Okay. Hier brauchen wir das. Wir müssen nochmal ganz kurz nach oben. Wir haben zwei, drei Sachen vergessen. A würde ich gerne auf jeden Fall die mitnehmen. Und B das da. Das wird das auch direkt alles verbinden können. Die Tanks kommen hier hin. Dann schließen wir das auch direkt an. So, angeschlossen ist es. Wir brauchen hier, kurz überlegen, nein, brauchen wir eigentlich nicht.
Das kommt hier einmal lang. Das Sulfur-Water. Hi. Ich hoffe. Ich hoffe, dass das ausreicht. Diese klitzekleine Produktion hier. Wir machen hier aber tatsächlich noch ein Tank hin. So. Dann machen wir das. Dann machen wir hier auch einen Überlauf hin. Wenn das Ganze über ist, dann soll es zerstört werden. Und zwar hier. Aber das wird erstmal dauern, würde ich behaupten. Jetzt müssen wir nur mal überlegen. Sollten wir hier eine Pumpe hinbauen? Ich würde sagen, ja, ne? Ich würde sagen, ja. Dass es einfach ein bisschen besser reingepumpt wird. So, wir sagen... jetzt, warte mal. Die Braunen haben... Nee. Warte mal. Hä? Wer produziert jetzt das? Doch, die Braunen. Alles gut. Sorry. Wir werden hier ganz kurz einmal 20.000 reinbuddern lassen. Ich möchte nur gucken, ob alles funktioniert hier. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus, aber okay. Ja, die Pumpe ist halt super scheiße gesetzt, ne? Die Pumpe ist halt super blöd gesetzt. Die Pumpe ist halt super blöd gesetzt. Warte mal, dann setzen wir die mal ganz kurz. Versuchen wir die mal ganz kurz ein bisschen umzusetzen. Ja, müssen wir leider machen. Müssen wir leider. Nee, das. Wo kam der her? Da. Ups, eine zu weit links. Und zwar so habe ich mir das vorgestellt. Eins, zwei. Ist halt auch super kacke, ne? Egal, kriegen wir schon hin. So. So. Und hier kommt die Pumpe dran. Und hier kommt dieser Überlauf wieder hin. So, jetzt pumpt er auf jeden Fall ein bisschen mehr. Darum ging es mir jetzt eigentlich. Boah, 10.000 da drin. Okay, das könnte... Könnte maybe... Für einen Run auf jeden Fall... Okay, da ist ja richtig was weggegangen. Scheiße. Okay, wir haben da richtig was in den Müll geschmissen, merke ich gerade. Hupala. Hupala, hupala. Okay, das ist jetzt belastend. Okay, wir haben hier wirklich richtig, richtig Rohstoff weggeschmissen eigentlich. Aber warum wird hier noch nichts abgeholt? Ah, okay, weil wir keine Flüssigkeitszüge oder irgendwelche Züge gerade haben. Fährt gerade alles. Es führt gerade alles. Okay, ich sage schon mal bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum, dann wollte ich hin, nächsten Mal. Tschüss.